So, hallo, herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute will ich euch mal demonstrieren, dass dir keine 500 Euro, 800 Euro oder 1000 Euro Tischkreissäge braucht. Eine für 190 Euro, wenn ihr ein bisschen warten könnt, im Angebot, so kostet sie dann, eine Scheppach 105S, aber die ist noch bekannt unter anderen Namen. Ich habe mir die mal aufgeschrieben, weil es gibt noch 8 andere Anbieter, die dieselbe Maschine, gleiche Motor, alles, nur oben die Platte, der Abstand von den zwei Führungsschienen sind ein bisschen anders. Kleine Abweichungen eben. Die Attica T250, dann die Einhell TC-TS2225U. Evolution Power Tools Rage 5-S. Die Güte TK2500. Hecht 8254. Die Holzmann TK255. Die Metabo TS254. Die Zipper ZI-TKS250H. Ich zeige es euch nochmal auf die Liste. So, jetzt sieht man die Liste. Und jetzt geht's näher ran. Als allererstes habe ich die Räder wegmontiert. Das sind so zwei Räder. Die habe ich mühselig verkleidet mit Holz und habe die noch mit Heißklebepistole, damit es hier keinen Staub raushaut. Nur nach hinten. Diese Öffnung habe ich gelassen, weil ich wegen der Luftzufuhr, ja. Okay. Das ist das Erste, was ihr abbauen könnt oder solltet, wenn ihr eure fest verbaut, wenn ihr die transportieren möchtet, dann lasst sie dort, aber das ist das Erste. Das Zweite ist, hinter dem Schalter, da oben im Eck, befindet sich der Sanftanlauf. Ja? Ich werde euch das Video verlinken, wie das der Helmut von Brewfoot oben im Eck, der baut es ein, der hat da super Ahnung, der kann es besser erklären und besser zeigen wie ich, weil der ist Elektriker und ich habe es genauso gemacht wie er. Das ist eine feine Sache. Dann startet die langsam. Der erklärt, das ist sehr wichtig, weil wenn du die anmacht und die geht gleich auf 180 hoch, das ist erstens nicht schön, zweitens für den Motor nicht gut. Euer ganzes Werkstück, alles verrutscht und also der ganze Tisch, den reißt da richtig und so ist einfach herrlich, wenn es so sanft anläuft. Okay, dann zeige ich euch die Genauheit von der Maschine. Also ich glaube nicht, dass irgendeine andere so genau, oder die sind genauso genau. Jetzt starte ich die Maschine, dass ihr selber mal seht und hört, wie sanft die jetzt startet. Jetzt! So. Dann als Drittes habe ich modifiziert das Sägeblatt. Ich habe es um 5 mm größer gekauft. Da müsst ihr euren Spaltkeil, ich mache jetzt die Sicherung wieder aus, es passiert nichts mehr, diesen Spaltkeil, den habe ich so gelassen, habe ich tiefer gemacht. Wenn das Sägeblatt um 5 mm größer kauft, 260 mm, passt es locker rein. Ihr habt dadurch um 2,5 mm höheren Schnitt. So, das nächste. Schmiert schön eure Parallelanschlag. Hier unten, zeige ich es euch, habe ich da
Sprühfett hin, kein Öl, Sprühfett, ganz leicht, dass es Fett hat. Hinten bin ich gerade dran, diesen kleinen, so 2,5 cm, in ein 8 cm zu vergrößern, damit es hinten noch ein bisschen genauer läuft. Aber durch das Ölen und Fetten hinten läuft es schon relativ gut. Das zeige ich euch. Einen kleinen Finger, wirklich. Es geht hin und her. Ich kann auch einen Bleistift nehmen. Mit dem Bleistift wirklich ganz butterweich hin, her. Da wackelt nichts, da ruckt, es verhängt sich nichts. Also, ja, es gleitet wunderbar. Als nächstes habe ich diesen roten Griff, das war ein alter Schraubendreher. Habe ich ein Loch reingebohrt, ein 8er Loch, damit ich, zeigt es euch. So, wenn man das festklemmen will, ja, da hat man immer hier so, weil ich das relativ straff gemacht habe, und dann kommt man da nicht richtig, seht ihr, oh, muss ich so drücken wie ein Depp. Aber durch das, dass ich da einen kleinen Hebel habe, kann ich mit dem Handballen wunderbar mich abstützen und runterdrücken, und es ist richtig bombenfest jetzt. Und jetzt kein Zehntel Millimeter bewegt sich die mehr, ja, weil die Bombe ist. Die ist Bombe. Und zum Lösen einfach, zack, und hier runter, macht es rein. Das ist eine super, super, super feine Sache. Macht es euch hin. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn geil. Wirklich. Das ist einfach um 80% weniger Kraftaufwand. Also locker 80%. Das kann eigentlich, ja, ein Sechsjähriger kann das dadurch machen. Also zack, das ist bombenfest. So, als nächstes baut euch mit einer Siebdruckplatte 21 mm Siebdruckplatte. Holt euch die. Und dann habt ihr euren Tisch vergrößert. Zack. Ich habe hier unten einfach zwei Leisten mit einer Siebdruckplatte hingemacht. Auf der linken Seite zeige ich euch. Siebdruckplatte. Die habe ich dann nochmal mit einem Klebestreifen auf ein Zehntel Millimeter genau, ist einfach Isolierband, habe ich da zwei auf dieser Seite und auf der anderen Seite, damit ich da höher komme, da habe ich einfach eine Aluminiumschiene noch drauf gemacht und drauf geschraubt und versenkt, damit ich auf die Höhe komme, weil einfach das Befestigen hier unten so besser war, weil ich es von unten dagegen geschraubt habe. Bin da gerade raus, und weil die Differenz höher ist wie 21 mm, bin ich da mit einem, seht ihr das, von unten habe ich es einfach, da sind schon Schraubenlöcher vorhanden, habe die da benutzt und da reingeschraubt. Habe da auch mit Klebeband nachgeholfen, damit ich auf die Höhe komme. Und hier aus Aluminium eine Leiste hingemacht. Und jetzt brauchen wir nur noch die Platte einlegen und hat eine vergrößerten Tisch. Der Übergang hier, seht ihr? Der ist mini. Hier ist er null. Da ist er minimalst noch. Ja, das ist einfach für das ständige Benutzen. Nutzt sich das alles ein bisschen ab. Aber das ist trotz allem eine ordentliche Sache. Also
so eine Vergrößerung des Tisches, fällt da nichts durch und so. So. Dann natürlich so ein Untergestell, ein fahrbares, dass man das rausschieben kann, wenn man lange Platten sägen will, dass man da einfach mal rausgehen kann ins Freie oder wie auch immer. Dann, was noch zu sagen ist, das hier ist das neue Modell. Das neue Modell hat diese doppelte Sägeblattabdeckung, die doppelte. Die alte hat ein kleineres schwarzes, aber die ältere, die ist 8 cm breiter oder tiefer, der Tisch. Ja. Das heißt, von hier nach da hinten ist die alte um 8 cm größer. So, seht ihr selber. Von 57. Der Tisch hat dann 60 und der andere hätte dann 68. Aber diese 60 ist sehr praktisch, gerade wenn man eine Werkbank hat. Die sind ja zu 90%, würde ich mal behaupten, 60 cm breit, eure Werkbänke, weil ja 60 cm das Maß ist von Küchenarbeitsplatten. So, und die Stütze hier unten, dann habe ich hier M16 Gewindestangen genommen, zwei Stück, habe da unten in das Holz, so, habe ich da Muttern reingemacht, M16, und habe die oben mit Muttern an den Tisch. So kann man die hochfahren und es ist richtig stabil. Ja, und da geht nichts mehr runter. Unbedingt auch so machen, sonst kippelt es alles. Dann eure Maschine verschrauben. Das ist auch wichtig. So, und jetzt die Genauigkeit. Ihr sagt, ja, viele sagen, ja, ist doch alles schön, gut. Die Maschine, ja, super. Aber ich möchte ja ganz genaue Schnitte haben. Ja, das zeige ich euch jetzt. So, da holt man sich so eine so Box, Levelbox, wie das Ding heißt. Stellt ihr hin und eicht, tut ihr mal Nulle. Müsst ihr ein paar Sekunden warten, bis die sich eingestellt hat. Also 5 Sekunden müsst ihr da schon warten. So, und jetzt klebt das dahin und müsst halt auch 5 Sekunden warten. So, auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Anderen Seite. Ja. Jetzt stellen wir hier unten mal 30 Grad ein, okay? So, jetzt gehen wir her. Jetzt würde ich mal behaupten, passt die Maschine. Jetzt schauen wir mal her, ob da 60 dort steht. Ha! Ohne groß rumzustellen. Seht ihr das? Ha! Was? Das passt doch! Ohne groß rumzustellen. So, jetzt gehen wir auf 45. Nein. Ich zeig's euch. Zack dann, wenn es für mich 45 hier runter ist. So. Jetzt gucke ich selber. Jetzt muss man noch ein paar Sekunden warten. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Es ist auch bei mir leicht zurückgeschnappt. Muss ich ein bisschen mehr geben noch.
Da, da passt nicht, aber da kann man ja das einstellen. Kann man das ja jetzt so einstellen. Und so würde ich mal sagen, passt es. Ich glaube nicht, dass eine 800-Euro-Maschine genauer ist. Seht ihr das? Jetzt gehe ich wieder auf 90 Grad. Ja, ich schneide nichts raus jetzt, ab jetzt. Alles Echtzeit. Und will da nichts verschönigen. Zack, jetzt ist es für mich 90. Feststelle. Ah, nicht ganz, es ist jedes Mal ein bisschen zurückgesprungen. Jetzt würde ich sagen 90, also laut meinem Strich unten. Jetzt passt es da ein bisschen zu viel hier unten wieder ein bisschen. Es ist immer aber jetzt, also hier unten passt es jetzt. Da oben ist es relativ noch ungenau. Hä? Okay, aber jetzt wird es passen von meinem Strich unten. Ich will da nichts schön reden. Okay, jetzt kann man das ja noch einstellen. Muss man jede Maschine. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist eigentlich schon mehr wie 90. Ich glaube, da stimmt irgendwas mit dem Ding nicht. Aber auf die andere Seite mal nochmal neu kalibrieren und hier hin. So. Normal passt es schon immer, das ist auf 85, 90 oder so. Also okay. So krass war das eigentlich noch nie. So. Ja, so war es immer, ja, eigentlich, ja, so. Genau, warum geht es jetzt? So war. Also eigentlich war es immer genau so eingestellt. Jetzt habe ich es nur noch mal gelockert und festgemacht, mehr nicht. So, das ist jetzt ein Zehntel. Ja, wenn man da jetzt einmal hintatscht, seht ihr das? Einmal hingetatscht, so ist das Zehntel wieder weg. Einmal hingetatscht. Ja. Ist halt so 0,0. Sind es 2 Zehntel. 1 Zehntel. Seht ihr, wie das ist aber jede Maschine. Vor zurück. Aber das ist so genau. Sind die anderen Maschinen auch. Also, da glaube ich nicht, dass da irgendeine aufs Hundertstel genau sägt. Also ein Zehntel genau ist wahnsinnsgenau. Also, so. So, und das hier ist mein Schiebeschlitten. Der ist aus einem Blech, feuerverzinkten Blech und Siebdruckplatten, 21 mm. Aber das ist noch nicht fertig. Das hier unten, das ist nicht so, ja, man sieht es im Internet, wie die das machen, ne? Macht sich seine Gedanken, macht es so, aber das ist schon ein bisschen Einstellungssache. Das muss ich noch einstellen, das untere Schiene, die passt da nicht ganz.
Ich habe das deswegen genommen, dass ich halt das Maximale an Sägehöhe dadurch erreiche. Weil die meisten sind so 8 mm dick oder, ja, oder 10 mm aus Holz, aber dann geht der Höhe verloren. Und so habe ich noch eine sehr erstaunliche Höhe von, weiß ich selber nicht, ne, kann ich mit dem gar nicht messen hier, oder? Ja, doch. Doch, kann man messen. Ja, da habe ich keine Batterie. Ja. Ist noch eine Batterie hin. Haben wir 79,4. Also fast 8 cm. Höhe kann ich hier durchjagen, ne? So, also mehr geht nicht, das ist das Höchste, ja, 79,4, fast 6 Zehntel noch, dann wäre es 8 cm, kann ich das sägen, also das ist für einen Schiebeschlitten, denke ich mal. Und dann noch für eine Scheppach 105 sehr, sehr guter Wert. Wie gesagt, ich komme halt, das ist halt vom Laster gefallen, ne? Das Blech ist vom Laster gefallen, ne? Das ist dann immer gut, wenn man da in der Kurve wartet, bis der LKW vorbeifährt und das fällt da zufällig runter von der Hinterpritsche und dann hat man das, ne? Ja, das habe ich halt geschenkt bekommen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Man hat es geschenkt bekommen, das ist nicht geklaut oder sonst was, weil vom Laster gefallen ist. Das soll witzig rüberkommen, ich klaue hier nichts, sondern ich habe das einfach geschenkt bekommen und dann passt es. Der Schiebeschlitten, der geht auch relativ gerade noch schwer, weil ich das untere hier festgeschraubt habe und dadurch hat es die, ja, ein bisschen verzogen. Und das will ich beim nächsten Mal mit Schraubzwingen richtig, richtig festmachen, bevor ich da irgendwas, ja, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Aber ich habe, man lernt aus den Fehlern. Also wenn ihr so einen Schiebeschlitten nachmacht, ihr müsst unbedingt, also bei einer Schraube wisst ihr selber festmachen, aber macht da lieber 4 Zwingen hin. Macht es richtig, richtig fest, dass sich da absolut nichts verrutscht. Und dann könnt ihr auch ordentliche Ergebnisse erzielen. So, ich hoffe, bei diesem Video habe ich den ein oder anderen Skeptiker davon überzeugen können, sich auch eine günstigere Maschine zu holen, die gut einzustellen. Noch 20 Euro kostet dieser kleine Sanftanlauf. Ich habe sogar noch einen, hole ich mal kurz. So, der ist hier, der schaut so aus, so drei Kabels, die werden da angeschlossen und dann kreischt die nicht gleich volle Lotte, Kalotte. Und das zeigt, wie gesagt, der Helmut, der zeigt es wunderbar. Ja, der zeigt es wunderbar, wie man das anschließt in dem Video und wo man das auch platziert. Ja, ich muss das da nicht 500.000 Mal erklären, wenn es andere schon super erklärt haben und so. Gell? Wie gesagt, ich habe mir ein zweites bestellt, weil ich wollte eigentlich noch die Scheppach Kappsäge. Zug und Kappsäge von Scheppach, da habe ich auch sehr lange, kostet so 20 Euro, kostet es. Kann ich mal unter verlinken in der Videobeschreibung, aber ich kriege eh nichts davon. Also, aber für euch, dass ihr euch das leichter findet, wenn ihr das bei AliExpress bestellt, dann kostet es bloß noch ein bisschen weniger. Ich sag mal lieber keinen Preis, weil die Preise, die verändern sich ja wirklich täglich oder wöchentlich. Also vor einem Jahr
hat es 20 Euro gekostet, mit Porto und Versand, das weiß ich noch. Dann hat man quasi 190, 210 Euro bezahlt und die Maschine ist also mega, mega. Dadurch, dass sich das auch sanft anläuft, in meinen Erachten verstellt sich das Sägeblatt dann auch nicht so. Weil wenn die so schnell hochdreht, dann kann das eher vorkommen, dass sich da das Sägeblatt, die Einstellungen vom Winkel schon ein bisschen verändert. Das ist schon auf jeden Fall besser, der Sanftanlauf. Und ja, mein Fazit ist, mega Maschine, super genau. Also mit dem Parallelanschlag bin ich super zufrieden. Auf einen Meter Länge, ist es um einen Zehntel, daneben, ja, der Schnitt. Also mit dem Parallelanschlag. Und so genau will ich mit meinem Schiebeschlitten auch noch kommen. Und das Problem ist, der ist gerade bei 5 oder 8 Zehntel auf 1 Meter. Das ist mir noch zu ungenau. Darum möchte ich das noch so exakt wie möglich machen, weil den möchte ich ja für die Ewigkeit, darum aus Blech, ja, und so eine starke Siebdruckplatte und alles. Weil ich bin nicht einer, wo alle 3 Jahre oder so ein neues Sichtding bauen will. Okay, ich hoffe wirklich, ich habe jetzt den einen oder anderen überzeugen können, dass auch ein günstiges Gerät, wenn man das dementsprechend einstellt, sich 2 bis 4 Stunden Arbeit nimmt, das alles sauber einstellt, sauber für sich verbreitet und ein paar Sachen macht, kommt da jeder Hobby-Bastler und auch fortgeschrittener Heimwerker mit dieser Maschine super zurecht für einen Low-Budget-Bereich. Ich habe noch eine andere Tischkreissäge von Güte, eine ganz günstige. Die habe ich für 55 Euro erworben im B-Ware-Shop, weil 2 Ortschaften weiter ist er das. Und aber mit der tue ich nur mein Brennholz zersägen. Also die, da ist alles aus ganz billigem Blech und der hat nur 1600 oder 1700 Watt und so. Ja, die hat auch keinen Parallelanschlag oder so. Das irgendwie danach zu rüsten, macht alles keinen Sinn. Das, ja, in Anführungszeichen ein Spielzeug. Die ist auch schon öfters mal in ausgegangen, weil das ist ein anderes Thema. Die ist einfach, ja, wenn man ganz günstig kauft, ganz billig, das ist ganz klar, dann kauft man 3-mal. Also, das ist günstig, wie gesagt, und die anderen Namen, also wenn ihr da von der ganzen Liste, was ich euch am Anfang gesagt habe, wenn ihr davon eine euch aussucht, die gerade unter 200 Euro kostet, dann kauft sie. Dann habt ihr nichts falsch gemacht. Dann kauft sie. Okay, in diesem Sinne, Ade Varsche, euer T-Bone.